Team Ursprungen stehen, Stoßer, erster Versuch für ihn. Ja! Hopp, hopp! Ja! Ja, und man sieht, das ist eine geballte Ladung Athletismus, die man hat. Die halbe Bärmermeisterschaften. Also, wer ist der zweite Versuch? Ich kann am Rissen, aber sie bleibt oben. Der Daniel Stempfel, néanmoins, resté sur le taquet. Donc, 3 Meter rentré ici pour Daniel Stempfel. Wir sind sieben. So, dann ist Mocker. Bitte acht. Er hat Zeit, Cori. Das im Prinzip ein Parade ist, nicht zum nicht herkommen. 3 Meter sieben, jetzt kommt einer, erster Versuch. Déjà renoncé à son troisième essai. Il en reste donc à une meilleure performance de 3,70 des deux dernières disciplines qui se dérouleront cet après-midi dès 14h. Malheureusement, là haut 3,70 m. Ja, dan hebben we nog de herhaling. Hier niet normaal, dit naar rechts op de zorg, hoor! Ah, top! 3,80 m, die is vraiment la barre la plus difficile. Hop dan, wale, hop, go, go! Die moeten schutzen, dan gaan we het niet voelen komen. We zullen het horen, we gaan het niet meer eraf. Hop dan, hop, hop! Ils ne sont pour l'instant que 4. Et malheureusement, c'est fini pour Daniel Stoss, Junioren-Weltmeister. Der ist zur Zeit von Werner Günther, Bayer, Timmermann und Company, hat er Kugelstossen gemacht und ist gegen noch extrem stark. Das beweist er hier. Es ist richtig für Andreas. Voyons maintenant ce que va faire Peter Michel. Gestern 8,45 m hier. Also ist eine Disziplin, die ihm liegt. Er hat eine ganz gute Technik, da muss man mal achten. Das sieht recht gut aus bei ihm. Eingeübt. Jawohl, das ist doch mal ein Versuch. Ob er eine andere Oberregel.
mit 9,12 m kurzzeitig gemacht worden, mit 9,44 m. Aber er ist ging gut zu haben. Für eine Weite von über 9 m. Erste Tour d'André Deuschle. Brièvement recordman hier de cette discipline. Und das sind ganz nahe die 9,44 m. Alors que se prépare celui qui a particulièrement brillé ce matin lors du lancer du point hauteur. Allez! Nischmocker. So, Enno Schmocker, erster Versuch für ihn. Er, der heute in Topform ist, das hat er gesehen, die anderen Disziplinen bereits. Und jetzt auch hier. Sensationeller erster Versuch. Fantastisch. Superbe Performance für Danny Schmocker. Ja, da ist wirklich zu weit. Für den Meter 29. 8 Meter 29. Nouveau Rekord personnel für Danny Schmocker. Super, Danu. Hopp, Jürgen, komm. 8,5 Meter liegen drin, komm. Zweiter Versuch für Jürgen. Ja. Jawohl. Et encore, un très beau jet pour Jürgen Gerter, qui avait déjà passé la barre des 8 mètres au premier essai. 8,5 m. Et l'on encourage Gary Rubin pour son deuxième essai. Okay. Le recordman de la discipline, 9,44 m hier. Zweiter Versuch für Gary Rubin, und? Jawohl! Il y a certainement encore un peu d'amélioration. Ja, das dürfte gegen 9 m sein. 8,70 m für Gary Rubin. Das größte Ziel von diesen Highland Games, dass sich am Ende des Tages wirklich auch niemand verletzt wird. Da wird mich gefreut. Und da braucht es wirklich nicht viel. Moskoris verwünscht im Oberarm. Und durch das hat er müssen abbrechen natürlich. Das Jahr drauf war er ohne fit, hat aber sich vorbereitet und hat beim Baumstamm überschlagen an Moskoris im anderen Oberarm. Sensationeller Wurf, haben wir gesehen, von Renno Stempfli. 8 Meter 01 hat er im ersten Wurf gemacht. Ich glaube, das wird 8 Meter. 7,92. Jetzt hier spezielle Technik und. Ja! Ein très beau jet pour celui qui détient déjà les records au lancer de la pierre et au lancer du point hauteur. 8,53 m. Il a lancé 8,29 m à son premier essai. Der Danu Schmocker, 8,29 m, hat er seine persönliche Bestung. Das kann er noch toppen, der ist nicht mehr top von der Danu. Hopp, Danu, hopp, zweiter Versuch. Gib Gas. Hopp, Danu, hopp, 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 hopp. Ja! Ich glaube nicht, dass das besser ist. Fettige Gassebühne hast du selten einmal. Training. Und? Das dürfte etwa 8,5 sein. 8,63 Komm, Gary, komm, Gary! Einen Ball auf, hat er gut in der Hand und jetzt! Jawohl, jawohl, jawohl! 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 Il a réussi à tourner ce front. Also, Danu Stempfli, zuerst mal in der Mitte. Un super concours du Rom Danu, allez! Tout à l'heure, dit le erste Versuch für ihn. Er hat das Potenzial von der Rumstab her. Rom Danu, gib ihm! Rom Danu, hopp, 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 hopp! Andreas Deuschle. Also sollten wir jetzt den rechten Überschlag sehen. Er führt nach drinnen in die Disziplin. Jetzt muss er noch überschlagen, um hier den Wettkampf zu gewinnen. Hopp, Andreas! Jawohl!
Pour la première fois, il a tourné le tronc hier. Hop, 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 on y est. Die alle Disziplinen, Mr. Vor mit dabei. Natürlich in der Bundesamt zu beschweren, ist er natürlich auch. Alle Danu, go, Rumpfmärchen! Das ist der Michel. Ging ein Kandidat für die Zoppersucht von Podestli. Ging ein Kandidat für den Bundesstamm auch zu überschlagen. So, wir unterstützen ihn. Kommt, Peter Michel, für die junge Überflasche. Et Peter Michel, un de ceux qui a déjà tourné ce tronc. Hopp, Peter, hopp, hopp. Hopp, Peter, hopp, 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 hopp. Yeah, erster Versuch von Peter Michel, hopp, jawohl. Hey. Un peu tardif. Barfußkünstler aus Zürich. Habe ich geschafft.
So, jetzt haben wir gesehen, ich habe gehört, Brüllen von mir. Er hat geschnallt wie ein Ross. Er hat dann noch gebündelt und wir unterstützen noch immer wieder. Du bekommst einen Schmuck und er hat Potenzial. Ja, noch gut. Abgeschlossen von Oberland. Daniel Schmucke. Komm, Daniel, go, 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 go. Alle, Daniel! Super, Dennis Schmocker! Ein fantastischer Wettkampf von Dano! Sensationell, der Dennis Schmocker! Und die obligate Kampfjodo hinter nach ihm! Hey, komm, Geru, glaubt das! Geht, komm, alle! Komm, alle, Geri, alle, hopp! Nicht hier, der Helle Krebs! Hopp, Geri, hopp! Hopp, alle, hopp! Go, go! Komm, Geri, komm, Geri! Der letzte Bissen, Bissen! Komm, Geri, alle, hopp! Go, 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 Geri! Jawohl! Gleicher Röntgenapplaus, Geri Ubin! Hey, und dann tut die Geri Ubin! Jetzt ist Dreja am Samu Weibel und vom Samu wird dann eigentlich mal Überschlag gesehen. Et place maintenant à Dani Schmocker, 440 points à son deuxième essai. Hop, Dani, hop, hop, go! Gib ihm mal eines, gib ihm mal eines! Hop, 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 go, Dani! Alarme Brüder, der Enthusiasmus von Dennis Schmocker ist gut zu behalten hier am Dorschen. Er bringt sich wieder fließt hin, er wird die zwei Nebenschlagen, so soll es sein. Bestleistung von Dennis Schmocker heute Nachmittag hier am Dorschen. Et un très beau résultat pour lui. Dans l'optique du titre de champion suisse Island Games. Na Kampfjodo von Dennis Schmocker! Jawohl! Ein kräftiger Applaus für ihn! 560 Punkte! 560 Punkte von Dennis Schmocker! Stand easy. Ja, liebes Publikum, wir kommen sozusagen jetzt zum Höhepunkt von diesen
9. Voyoway Highland Games 2005 hier in Santos. Der Samu Weibo! Senior Highlander! Hey, Braveheart natürlich! Und 9e Rang de cette finale. 9. Platz, der Jure Egerter! À la 8e place de. Auf dem 7. Platz! Et au 6e rang de cette finale, de Anthony Lordy van Genf. 2010. Auf dem 4. Platz haben wir den letztjährigen Schweizer Meister, de Gary Rubin. Und jetzt tun wir die Sache umkehren. De Andreas Deuschle. Et on inverse la cérémonie maintenant. Le premier, le vainqueur de ces Highland Games, au classement général, Andreas Deuschle. Un top-athlète avec 115 points Vorsprung auf der Zweigsnik. Deuxième de ce concours général, Alf Rasnik. Alf Rasnik, qui est en Basel, kommt ursprünglich von Berlin. Schweizer Meisterschaften. Et à la 3e place de ces championnats. Il obtient le titre de champion suisse Highland Games 2011. Und durch das haben wir Schweizer Meister, weil zwei deutsche Fahrzeuge sind, der Daniel Schmucker! Ein unglaublicher Wettkampf von Schmucker, der noch heute zählt hat. Et Daniel Schmocker, champion suisse 2011, 1734 points. Jetzt muss leider Publikumswettbewerb. Du hast es geschafft. Das ist unglaublich. 7-mal gestartet und gegen manchmal so abgeklebt, neben dem Viertel ins Board gekommen. Hör es klappen, du. Merci vielmals. Bravo, Daniel Schmocker. Du bist ja einer, der an vielen Highland Games unterwegs bist, an vielen Wettkämpfen teilnimmt. Was macht der Unterschied von anderen Wettkämpfen hier zu Santos aus? Also jetzt höre habe ich eigentlich auch diesen Wettkampf gemacht, weil ich bin nicht in der Grösse, für die Telefonstange hochzuklettern und die anderen Spiele. Und, es ist einfach das Publikum hier, Kilby, der hier stattfindet und der ist Spotter. Wunderbar. Also nächstes Jahr sicher dabei zum Titel verteidigen. Ja, sehr gerne. Ja. Also wir wünschen... Ich werde an dieser Stelle noch Merci sagen. In erster Linie mit Trainingskollegen, Stempel Dano, der hat mich gepusht wie ein Sohn. Ich habe manchmal geschwitzt und geflucht. Dann werde ich hier Messerli-Jürgen und seine Freundin Sarah Bühler, das ist der Steghalterbauer, bei dem haben wir das Land bekommen, wo wir trainieren dürfen. Die anderen vom Heavy Weaving Team Thun, im Fanclub der Tänger, die haben begegnet und geholfen wie ab. Und natürlich mit dem Schätzl, die hat auch eine gute Leistung gebracht, wir gehen um zu müpfen. Und euch zum Organisieren und dem Publikum. Merci vielmal. Also, toi, 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 heute Abend sicher noch Party beim Daniel Schmocker. Das könnte sein, ja. Es könnte noch länger gehen. Herzliche Gratulation noch einmal im Schweizer Meister 2011 im Daniel Schmocker. Et des applaudissements.